Einen sonnigen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr seht schon, wir haben wieder Glück mit dem Wetter, die Sonne lacht. Wir sind aus der Stadt raus und laufen weiter heute nach Espagnac. Zuerst sind wir eine größere Gruppe, aber Olli hat ein Problem mit seinen Fersen. Er muss dann leider in Fessel aufhören. Und das ist für uns beide ziemlich schwierig, weil ja, wir verstehen uns halt so gut und das ist ein Trauertag, ein Trauerspiel. Aber bleibt uns nichts anderes übrig. Wir laufen dann weiter gemeinsam mit Mathieu und Lea, die ihr dann gleich mal von hinten auf dem Bild seht. Geht es heute am Fluss entlang durch viele Maisfelder. Hier sind Lea und Mathieu drauf und natürlich Christelle, die mit mir mitgeht, weil wir laufen eine Variante durchs Val des Allées, während Arthur und Chantal den normalen Weg weitergehen. Der Weg ist abwechslungsreich, ihr seht schon, es gibt auch mal Felsen, Brücken, Fluss und es ist heiß, einfach nur heiß. Und hier wächst Ahornstab, ihr seht, das ist ziemlich groß. Also es ist, die Natur hier ist einfach unglaublich. Immer wieder erstaunlich, was man da so alles zu sehen kriegt. Das ist leider etwas verwackelt, das ist so weil der Weg so schwierig war. Da sind lauter Flechten auf den Bäumen, sodass die ganz verzaubert aussehen. Ja, hier ein kleines Häuschen, so mitten in den Berg gebaut irgendwie. Und hier schaut schon das Dorfzentrum von Espagnac raus, wo wir heute übernachten. Das ist wie so ein altes Kloster, da ist die Kirche. Und hier das Eingangstor und es ist auch gleichzeitig ein Turm und unser Zimmer ist im Turm ganz oben. Wir fühlen uns heute wie Dornröschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!